Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Projekt versuche ich jetzt schon ein zweites Mal zu starten. Und beim ersten Mal habe ich es eigentlich auch durchgezogen, nur habe ich dann viel länger gebraucht, so dass es dann für mich kein richtiger Marathon gewesen wäre. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fange jetzt neu an, jetzt habe ich wirklich Zeit. Mein Freund ist gerade weggefahren und der kommt erst in ein paar Tagen wieder oder so. Genau, und deswegen werde ich viel Zeit haben, wo ich alleine bin. Und will mich irgendwie selbst beschäftigen und muss mich auch selbst beschäftigen, damit meine Gedanken mich nicht auffressen. So. Dementsprechend habe ich mir gedacht, starte ich halt einen 24-Stunden-Marathon. Ich habe hier auch eine coole App, ein Time-Logger. Mit der kann man wirklich voll coole Sachen machen. Und ja, ich werde jetzt ein neues Ding aufmachen und das dann auch nochmal 24 Stunden lesen nennen. Stunden lesen April. Genau. Das wird wahrscheinlich auch das letzte Mal bis sehr lange Zeit werden, weil ich habe jetzt noch circa 2 Wochen Zeit, wo ich zu Hause bin, wo ich halt frei habe und dementsprechend, ja, schaue ich mal. Also ich will wirklich, heute ist Sonntag, der 16. April, dass ich dann, ja, wirklich 2 Tage brauchen werde für 24 Stunden lesen. Das wäre mal so mein Ziel. Ich habe es jetzt schon gestartet, 15 Sekunden schon gelaufen, ich weiß zwar nicht wieso, aber okay. Und ich zeige euch jetzt die paar Bücher, die ich mir extra dafür ausgesucht habe. Genau, ich habe schon mal angefangen, falls ihr meine Leseliste für den April gesehen habt, das Video, gab es das da, in diesem Hefall, und ich habe es da gezogen, genau, und das ist so meine Hörlektüre und Leselektüre. Ich habe jetzt wieder mein Guthaben auch wieder, genau, von BookBeat, und bin jetzt auf Seite 93. Dann habe ich ein Buch, was ich kurz vorm Beenden bin. Das lese ich eigentlich mehr als E-Book, weil ich davon, also in der Online mir das ausgeliehen habe, und ich habe jetzt, glaube ich, noch 3 Tage oder so, und eigentlich wollte ich es heute Nacht schaffen, aber habe es nicht hinbekommen. Mir fehlen halt echt noch so 20 Seiten, unter 20. Ich bin Seite 353, ja, bis 375 geht es, 380, genau. Also knapp 30 Seiten, unter 30 Seiten, genau. Das ist dann der 12. Band der Reihe. Das möchte ich auf jeden Fall auch beenden. Und dann wollte ich eigentlich mal einen Liebesroman anfangen und habe mich für den entschieden. Also überhaupt nicht nach der Leseliste, was eh dumm ist, aber okay. Vielleicht überlege ich mir das doch noch zu verschieben, aber auf jeden Fall hätte ich so richtig Bock drauf. Und man sollte eigentlich, wenn man so richtig Bock auf ein Buch hat, das auch lesen. Egal, ob du 10 andere Thriller nebenbei liest, so wie ich jetzt mit den 2. Und ich habe mir jetzt noch einen ausgesucht, aber schauen wir mal. Ein Buch habe ich auch vergessen mitzubringen, aber egal, das werde ich dann euch so mal zeigen. Genau, und ich habe mir gedacht, ich werde mal Sorry vielleicht auch anfangen, wenn ich die anderen beiden Thriller fertig habe. Guck mir mal, ob das jetzt nicht noch doch länger brauchen wird, weil eigentlich wollte ich das Sanatorium lesen, weil das ist so eine kleine Leserunde von mir und meiner Freundin. Genau, ich werde wahrscheinlich das da zuerst nehmen als dieses Buch, aber ja, ich habe es jetzt mal mitgenommen. Guck mir mal, vielleicht lese ich die ersten 50 Seiten rein. Dann habe ich hier unser Buchclub-Buch. Ich nenne es jetzt mal Buchclub, keine Ahnung, wie man es sonst nennt. Leserunde, Lesegruppe. Ich bin auf Seite 332, auf Kapitel 15. Das wird auch das erste Büchlein, was ich jetzt auch lesen werde. Denn der heutige Abschnitt ist bis Kapitel 17. Das heißt, knapp 50 Seiten müssen heute gelesen werden. Und dann, ja, dann werde ich mal auf jeden Fall eins der beiden Thriller fertig beenden. Hoppala. Wahrscheinlich werde ich dann Katie Rice beenden, weil das sind wirklich nur 20 Seiten. Genau. Also das da, und danach werde ich das dann
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nur hören kann, weil ich gerade mal was koche oder aufräume oder sonst noch was, dann werde ich das auf jeden Fall weiter hören. Genau, und wenn ich dann weiter lesen will, dann beende ich das da. Aber zuerst, wie gesagt, Wicca Creed, das sind so die Pläne für die ersten 4 Stunden. Mal schauen, wie viel ich jetzt schaffe. Wir haben 11:30 Uhr. Ich bin heute ziemlich früh aufgewacht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Abschnitt wieder. Bis dann. So, meine Lieben, da bin ich wieder und ich gebe euch mal das erste Update. Ich bin super weit gekommen. Also sehr, wirklich sehr weit. Ich muss nur kurz einstellen. Oh, ich verliere immer. So, ich habe jetzt 4 Stunden und 9 Minuten gelesen und gehört, teilweise ein bisschen. Ja, also ich habe als erstes im heutigen Abschnitt gelesen und ich werde auch heute nachts, abends den nächsten Abschnitt für morgen schon lesen. Und wir haben jetzt nur noch, ich weiß jetzt nicht, welcher Abschnitt der nächste sein wird, aber ich schätze noch 3. Also so viel habe ich noch. Ja, ich freue mich sehr, eigentlich das Buch abzuschließen. Muss ich nochmal erzählen, um was es hier geht? Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gemacht hatte. Es geht auf jeden Fall um Strigois und um Wiccas und um Hexen. Und eine Hexe ist was, ein bisschen was anderes als eine Wicca. Und Strigois sind Vampire, nur heißen sie da halt. Genau, also Strigois. Und wir haben die Protagonistin Valeria, die in der Menschenwelt aufgewachsen ist, weil sie von ihrem Großvater weggeschickt wurde, als ihre Eltern ermordet wurden. Und sie lebte, also sie ist halt in der Menschenwelt aufgewachsen, seit sie 10 ist oder ab 10 so. Und genau, und dann kommt sie halt zurück in ihre alte Welt und muss halt gegen die Hexenkönigin den Krieg gewinnen. Ja, also das ist im Prinzip großkörpig so erzählt. Dann habe ich das Schätzchen beendet. Das Grab ist erst der Anfang. Das ist der 12. Band von Katie Rice und das Buch hat mir wieder gut gefallen. Ich muss sagen, also was mir an ihren Büchern so ein bisschen teilweise nervt, ist halt auch dieses wie soll ich sagen, diese Fachbegriffe und das alles, das ist halt sehr schwer im Kopf zu behalten. Das heißt, du kannst bei diesem Thriller auch nicht so ein bisschen abschalten und sagen, okay, jetzt wird eine spannende Story erzählt, sondern es wäre wirklich da besser, wenn man aktiv mitliest, also wirklich komplett aktiv, weil sonst kommt man nicht so viel mit. Ja, deswegen sind auch ihre Fälle auch wirklich sehr hoch, sage ich mal, geschrieben und ich mag es halt. Und hier waren halt wieder Mord aufzuklären und auch was mit ihr privat und mit ihr auch so passiert ist. Das fand ich halt auch wieder gut und hat mir Spaß gemacht zu lesen. Und ich denke, ich werde auch bald wieder den 13. Band lesen, damit ich dann auch wirklich jetzt Gas gebe. Genau. Und ich habe dann weiter gelesen in da habe ich gehört sogar, ja. Im 3. Band von Karen Slaughter, Dreh dich nicht um. Ja, ich bin jetzt auf Seite 300, glaube ich. Ja, 313 sogar. Was mich so richtig, richtig, richtig bei diesem Buch krankhaft stört, ist dieses,
Also die Kapitel sind ewig lang. Es gibt so Unterkapitel, die können dann schon früher kommen, so. Aber die gehen ja auch teilweise so 10 Seiten. Und es ist halt echt dünn geschrieben. Also manchmal über 10 Seiten. Und ja, wir haben ja dieses Mal hier so, dass wir sehr viel von der Ermittlerin oder damaligen Ermittlerin Lynn lesen. Ja, normalerweise habe ich gedacht, dass es sich sehr viel um Sarah handelt, die Hauptprotagonistin, auch im ersten und zweiten Band. Jetzt teilt sich das so ein bisschen auf. Also der Mann von Ex-Mann von Sarah ist leitender Ermittler, also Detective, und sie ist ja Kinderärztin und Anthropologin, oder? Gerichtsmedizinerin, genau. Also sie macht das immer Hälfte, Hälfte in ihrem, in diesem kleinen Örtchen, wo sie eigentlich lebt. Passieren halt nicht so viele Morde. Ja, und deswegen wird sie auch mal ein bisschen außerhalb gerufen. Und da geht es auch in einem Fall um einen Jungen, der sich höchstwahrscheinlich selbst umgebracht hat. Und man untersucht das, ob er es wirklich gemacht hat oder nicht. Und dann ist aber mit der Schwester von Sarah was passiert. Die ist auch noch schwanger. Also richtig kranke Story hier, was das so erwähnt wird, und bin gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, die Hälfte habe ich schon fast. Ja, oder? Und die Hälfte sind es, ja, naja, knapp, oh, eigentlich schon über der Hälfte, weil das Buch hat 480 Seiten und ich bin bei 300, also ich bin schon fast bei Ende. Es fühlt sich nicht, obwohl doch, oh mein Gott, ich habe nur falsch gehalten. Doch, also so viel habe ich schon gelesen. Das fehlt noch, genau. Dann wollte ich euch noch von einem anderen Buch zeigen, dass ich mit meiner Freundin angefangen hatte, in der kleinen Mini-Leserunde zu lesen. Und zwar ist es das Sanatorium und davor hatten wir die Insel gelesen. Oh mein Gott, das war so spannend und so gut, die Insel. Und dann haben wir direkt ausgemacht, hey, wie wäre es mit diesem Buch, und sind beide einverstanden. Ich habe auch den ersten Abschnitt schon gelesen. Der ist bei 61 Seiten angeknüpft und der nächste ist, glaube ich, bei 99, genau. Ja. Und das an dem Buch hat mir sehr gut gefallen, dass es so kurze Kapitel waren und ja, genau. Hier geht's ja. Aber das erzähle ich euch dann, wenn ich in dem Buch mal weiterlese. Nur meine Freundin ist gerade ein bisschen eingespannt, sodass sie nicht wirklich viel lesen kann, weil sie auf ja, ein paar Sachen war, und ja, mal schauen, wie wann sie Zeit hat, weil ich habe schon drauf gesprochen, wie ich den Abschnitt fand, und mal gucken. Genau, wie mache ich jetzt weiter? Also, auf jeden Fall will ich das Buch jetzt noch beenden und dann will ich im Sanatorium den nächsten Abschnitt lesen, dass ich dann auch mal was dazu sprechen kann wieder, auch wenn sie jetzt noch nichts zum ersten Abschnitt gesagt hat. Genau, das ist mein erstes. Und ich habe mir jetzt ausgesucht, dass ich auf jeden Fall wieder ein Roman brauche. Ich schwanke noch zwischen. Ich schwanke noch zwischen ein, zwei. Aber auf jeden Fall, sobald ich dieses Buch gelesen habe, werde ich dann mir eins aussuchen und dann euch dann Bescheid geben. Das heißt, wir sehen uns dann wahrscheinlich, ja, was wird denn das dauern? Ja, auf jeden Fall noch ein, zwei Stunden, ja gut, mehr als eine Stunde, 2 Stunden auf jeden Fall, und gucken wir mal, ich höre ja auf 2,0 Geschwindigkeit, bin da auf jeden Fall ein bisschen schneller. Wie viel habe ich denn da? Kann ich euch auch noch sagen. Ja, Bobbit, wo bist du? Da. Ja, 5 Stunden 17 habe ich. Okay, dann dauert es noch ein bisschen mehr. Aber ja, auf jeden Fall wird es 3,5 Stunden dauern, so, und das, dann bin ich erst fertig. Genau, also auf jeden Fall werde ich mich melden, wenn ich das Buch fertig habe. Und jetzt schiebe ich mir was in den Ofen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann später. Weil es super dunkel ist mittlerweile. Wir haben jetzt schon 7 Uhr. Oh mein Gott. Ja, krass. Also der Tag ist teilweise, Gott sei Dank, wirklich schnell vorbeigegangen. Ja, ich habe euch ja erzählt, dass ich ja momentan alleine zu Hause bin und ich
Es ist ganz gut, dass der Tag so schnell vorbeigeht. Wir haben jetzt 7 Stunden. 7 Stunden und 20 Minuten habe ich jetzt gelesen. Ich bin fertig mit diesem Schätzchen. Ich muss sagen, ich habe das Buch jetzt mit 4 Sternen bewertet. Ich fand es wirklich am Schluss noch super spannend. Wir haben da ein, wie soll ich sagen, ein Werdestrang. Ich habe euch ja erzählt, dass wir hier eine andere Hauptprotagonistin haben, wie in den ersten beiden Fällen. Also hier geht es um Lin. Lina, nicht Lin. Schreibt man sie auch wirklich so? Ja, egal. Also Lina kenne ich ja auch, weil ich eine gute Freundin mal hatte, die auch so hieß. Ja, und Lina wurde. Ich will es euch gar nicht spoilern, weil diese ganzen Bände haben was miteinander zu tun, was super spannend ist. Und die Schreibweise erinnert mich so ein bisschen an Katie Reichs, aber auch nicht zu krass. Mit diesen ganzen Fremdwörtern und keine Ahnung, dass ich da manchmal mir denke, okay, verstehe ich das jetzt noch so richtig oder nicht? Was macht denn die Karen Slaughter eigentlich? Wo sie bis heute lebt. 2001 erschien ihr Debütroman Belladonna. Oh, gutes Buch, hat mir sehr gut gefallen. Also die ersten drei Reihen haben mir, also die ersten drei Bände so, haben mir wirklich sehr gut gefallen. Aber es steht jetzt nicht da. Also ich glaube, sie ist einfach nur Autorin. Also wie ich schon erwähnt habe, sie ist Gerichtsmedizinerin, also die Sarah. Und man lernt jetzt nicht so viel über das gerichtsmedizinische Zeug kennen, aber was auch ganz gut ist. Und es ist sehr viel, wie soll ich sagen, um die Beziehung zwischen ihren Ex-Mann und ihr. Ist sehr präsent. Das muss ich euch schon betonen. Und ich mag es ja. Ich persönlich liebe es, wenn in Thrillern auch mal eine Liebesbeziehung ist oder sie auch mal eine Beziehung haben, die gut läuft, weil oft ist es auch so, dass es in solchen Thrillern so, ey, das sind die Polizisten oder die Texte ist einfach so, dass Detectives, die sind nicht beziehungsfähig oder haben lauter Affären oder was weiß ich was. Und es macht echt Spaß von darüber zu lesen, die es halt nicht haben. Deswegen, also ich mag die Autoren mittlerweile sehr, sehr gerne. Ihre neuesten Bücher sind natürlich noch um einiges besser. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, das Buch ist eigentlich super alt. Es ist jetzt eine Neufassung. Ich kann euch das ja mal gleich sagen. Erste Auflage, obwohl es das auch schon die neuere Variation ist. Genau, aber 2014 kam das raus und die Originalausgabe kam 2003 raus. Das merkt man aber auch beim Lesen. Da ist zum Beispiel auch so, dass die Handys und Internet überhaupt nicht so präsent ist. Es ist zwar schon da, aber jetzt nicht so krass wie bei uns mit, hey, jeder hat ein Handy oder keine Ahnung was. Das gibt es auf jeden Fall nicht und das merkt man und ich mag das auch sehr gerne. Ich glaube, deswegen lese ich auch noch so die richtig alten Bücher. Also Katie Rice bin ich auch beim 12. Band. Es gibt schon mittlerweile das Internet und so, aber es ist halt immer noch nicht so krass präsent, dass zum Beispiel Temperance dauerhaft ihr Handy hat oder mit hat oder sowas. Das ist halt noch nicht so da. Und hier ist es überhaupt noch nicht so da. Das mag ich halt auch ganz gerne. Und ja. Dann habe ich. Hä, wo sind meine Bücher hin? Alter. Gott. Also, dann habe ich mich dazu entschieden. Ich habe ja auf der Rido-App, also das ist jetzt mal Werbung, aber ich werde nicht bezahlt dafür. Ich finde die App super gut. Ich liebe sie wirklich mittlerweile sehr. Und ja, da habe ich ein da habe ich ein Frühlings-Sub Liste erstellt. Und auch eine Liste mit Reihen, die ich endlich mal beenden will, weil sie schon super, super alt sind. Ja, also wirklich super, super alt. Aber das sind jetzt Reihen nicht Fantasy-mäßig, sondern wirklich, also ja, Romane halt. New Adult, Young Adult, ich weiß nicht. Genau, so. Und eine Reihe habe ich besonders gut gefunden.
Und zwar ist es die Reihe von Jennifer L. Armentrout, Größer als Verlangen. Und ich mochte die Reihe sehr gerne. Damals ist ja, wie es halt immer so ist, der erste Band erschienen. Ich muss gucken, wann. 2019. Ja, oh mein Gott. Ehrlich, das kommt mir vor, als wäre es viel länger her. Ja, aber ich habe mir dann die anderen beiden Teile, warum auch immer, nicht gekauft. Doch ich weiß schon wieso. Ich habe damals, ich war in der Ausbildung, hatte nicht so viel Geld und musste mich halt immer entscheiden, welche Bücher ich kaufe oder nicht. Mittlerweile ist es ja anders. Aber ich habe sie mir vor kurzem mal alle, also die anderen beiden Bänder mal gebraucht, bei Rebuy gekauft. Und den ersten Band habe ich schon gelesen. Das heißt, ich habe jetzt angefangen, oder ich fange jetzt an. Das müsste jetzt Brennende als Sehnsucht. Das müsste der zweite Band sein. Und ganz ehrlich, eigentlich ist es richtig scheiße, dass ich mit dem jetzt anfange, weil es ist so, dass die Protagonistin im ersten Band durchgehen bleibt. Also wir haben den ersten, den zweiten und den dritten, glaube ich. Beim dritten bin ich mir sicher, aber ich weiß, dass der erste und zweite Band auf jeden Fall zusammenhängend sind und dieselben Protagonisten sind. Wir haben hier halt ein ich kann es mal kurz vorlesen, ein Mädchen namens Julia, die einen, ach so, ja genau, sie ist als Krankenschwester dort eingestellt worden von dem berüchtigsten Clan, der super berühmt und ja. Und wie es sich herausstellt, ist eine von denen, ja, steht sie halt auf ihn, genau. Also mehr möchte ich euch jetzt nicht spoilern. Ich fand es super gut, interessant. Es ist so Family Drama. Aber noch mehr schockiert sie, dass sie in einem Brüder bereits persönlich kennt. Sehr persönlich. Mit Lucien, dem jüngsten und wildesten Spross der Familie, hat sie erst gestern eine heiße Nacht. Ja, genau, jetzt erinnere ich mich. Boah, das ist so cool. Also, bevor sie nach Atlanta oder so, ja, ich glaube, es war Atlanta, das Jobangebot angenommen hatte, um meine Krankenschwester zu sein, also private Krankenschwester für den Vater, glaube ich, war das von dem, oder die Mutter, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall ein Familienmitglied, hatte sie auf jeden Fall eine heiße Nacht anscheinend mit dem jüngsten der drei Brüder gehabt und dann flog sie dorthin und hat ein Jobangebot angenommen und ja, es hat sich herausgestellt, dass es Lucien ist, mit dem sie halt die Nacht verbracht hat. Hier unten steht noch das richtige Buch für alle, die stimmungsvolle Dramen, gefährliche Familiengeheimnisse und sinnliche Liebesromane lieben. Und genau das ist es auch. Das mochte ich auch sehr gerne, dieses Familiendrama. Und auch die Brüder zwischeneinander, das mochte ich alles sehr. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich möchte auf jeden Fall den zweiten und den dritten direkt hinterher lesen. Ja, ich hoffe, ich schaffe das, weil danach habe ich mir noch ein Buch vorgenommen. Und zwar, ich bin echt so doof, wirklich. Ich habe meine Le also Want-to-Read-Liste fertig erstellt, ja, habe abgedreht und ich so, ich war halt wirklich glücklich. Ich so, hey, ich habe ein paar Lux-Bücher drinnen, es ist Fantasy dabei, all das, was ich einen riesigen Stapel voller Subbücher habe, endlich mal ein bisschen abarbeiten und habe die Bücher vergessen, ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du auf jeden Fall im April noch eins lesen. Das ist ja mein Deal mit mir selber. Ja, bis jetzt habe ich mich drum gut dran gehalten, außer bei dem Fantasy. Ja, ich habe leider ein neues Abo abgeschlossen. Ich bin, ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es ist so, aber bei Liebesabo halte ich mich noch auf jeden Fall daran. Bis ich nicht die Hälfte davon gelesen habe, werde ich auf jeden Fall kein Abo machen. Und auch im Mai habe ich jetzt angeschaut. Leider interessiert mich das, also Gott sei Dank. Oder leider, je nachdem, wie man es jetzt nehmen will, interessiert mich das Buch überhaupt nicht. Dementsprechend habe ich mir, kann ich eigentlich abarbeiten. Also, hier geht es um Liebeskummer-Coach als Nerd. Voll spannend. Also, es ist sehr spannend. Was tun, wenn man aus heiterem Himmel über Facebook abserviert wird? Und 148 Freunden gefällt das. Emmas große Liebe, Leon, hat sie für die heiße Influencerin Larissa sitzen gelassen. Dabei wollten sie gerade zusammenziehen. Eine neue Bleibe muss her. Glücklicherweise sucht Dirk, keine Ahnung, ein Bekannter
ihrer besten Freundin eine neue Mitbewohnerin. Das Problem, er ist ein introvertierter Nerd, der mit den meisten Menschen nicht viel anfangen kann und erst recht nicht mit Liebeskummer. Aus Mangel an Alternativen zieht Emma bei ihm ein. Das Chaos ist vorprogrammiert. Doch zwischen Dating-Katastrophen, Gefühlschaos und Umzugskartons findet Emma das, was sie zwar nie gesucht, aber dringend gebraucht hat. Und hier steht auch noch von Stella Tuck geschrieben: Witzig, spritzig, sexy. Ich habe nicht nur gelacht, ich lag grunzelnd unterm Sofa. Emmas Disaster Diary ist definitiv eines der witzigsten Bücher des Jahres. Und das brauche ich gerade. Ich brauche eine Aufmunterung, ich brauche ein bisschen Licht im Dunkeln, ein bisschen Lachen und so gut es geht ablenken. Deswegen habe ich mich jetzt für diese Bücher ausgesucht, also diese Reihe und diese Bücher, und ich hoffe, ich schaffe das noch in diesem 24-Stunden-Marathon. Und ja, bei 7 Stunden, ja, geht noch auf jeden Fall echt gut was ab. Kleines Fazit bisher: Ich hoffe, das Licht ist echt nicht so schlimm, aber ich kann gerade nicht ändern. Meine Lichterketten sind hinter mir kaputt gegangen und eigentlich habe ich schon neuen Ersatz, aber ich bin zu klein, um hochzukommen, aber egal. Ja, also ich habe beendet das Buch, wobei ich 93 Seiten abziehen muss, weil ich die schon vorher gelesen habe. Und ja, das sind nur 30 Seiten, also richtig, richtig schlecht. Und ich muss noch bei Wicker Creed auf jeden Fall heute noch lesen, damit ich morgen gleich in der Früh mit den Mädels mitreden kann, weil die meisten lesen ja schon heute, weil sie morgen arbeiten und ich noch nicht. Genau, und ich frei habe und ja. Aber das ist jetzt mein Ersatz zu einer Liebesgeschichte, weil ich habe schon so viel gehört über das Buch. Also es soll echt gut sein und ich will es unbedingt lesen. Das Problem ist, der Cliffhanger ist so krass anscheinend. Ich warte lieber noch. Ich warte noch lieber und beende Reihen, die ich auf jeden Fall noch auf dem Bildschirm habe. Aber ich wollte euch noch andere Reihen zeigen. Und zwar steht ganz weit oben endlich die allererste Reihe von Jennifer L. Armentrout zu beenden. Und zwar, glaube ich, fehlen mir noch Wie die Luft zum Atmen und Wie die Erde um die Sonne, glaube ich. Genau, weil das Feuer habe ich gelesen und das Wasser auch. Also Luft und Erde fehlt mir noch. Von V. Keeland und Penelope Ward, Rebel Soul. Ja, da fehlt mir auf jeden Fall. Da sind Gott sei Dank nur Dialogie. Aber dann habe ich eine Trilogie, die habe ich nicht mal angefangen. Das ist so furchtbar. Aber egal, ich will es durchziehen. Also noch nicht in diesem Marathon, aber auf jeden Fall demnächst mal. Von Genevieve Lee, Game of Passion ist der zweite Band. Las Vegas, glaube ich, hieß die Reihe oder so. Ja, ich bin sehr gespannt. Und von Jennifer Lee kommt ja dann auch bald eine neue Vampirsgeschichte raus und ich bin da sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob ich es mir direkt kaufe, weil der Preis ist schon echt krass für knapp 320, 30 Seiten oder so. Aber ich hoffe, es wird. Ich habe noch weiter auf meiner Leseliste Richard Fansin, sollte ich eigentlich auch lesen, weil das ist auch eine Trilogie, bei der ich mir nicht sicher bin, ob ich sie weiter fortsetzen will oder nicht, weil das will ich ja auch bei der Las Vegas Reihe. Und wenn mir jetzt der zweite Band von Jennifer L. Armentrout nicht gefällt, bin ich mir da auch immer überlegen, ob ich es nicht abbrechen soll. Ich will ja auch Bücher, die mir gar nicht gefallen, wirklich auch mal abbrechen, damit ich auch wieder Platz in meinem Bücherregal habe, weil ich, Schande über mich, habe schon wieder bei Rüber bestellt. Kommt am Montag an. Also ich glaube, ja. Dann Light Lark, kommt nämlich jetzt der zweite Band im Herbst, Winter raus. Will auch mal wissen. Und dann habe ich noch zwei Liebesromane. Einmal von Jennifer L. Armentrout. Den ersten Band von Denn ohne Musik werden wir ertrinken. Und von L.J. Chen, Cruel Castaways Rival, der erste Band. Genau, und ich möchte auch die Reihe vor der jetzigen von L.J. dann auch mal anfangen. Da werde ich mir auch überlegen, weil jetzt ist schon Ende April, dass ich dann Anfang Mai die ersten beiden Bänder kaufe
Und dann im Juni die letzten beiden, damit ich nicht so viel auf einmal, ja, und dann auch schnell durchlese. Das ist mein Plan. Ich habe jetzt echt viel gequatscht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich den, nein, das ist der dritte, wenn ich den zweiten Band durchgelesen habe. So, da bin ich wieder und ich mache wieder mal ein kleines Feedback, wie weit ich schon bin. Ich habe jetzt 12 Stunden 31. Ich wollte ja eigentlich bei 12 Stunden einen Cut machen, aber ich habe mich jetzt darauf fokussiert, das schöne Buch zu beenden und das habe ich dann auch geschafft. Ich habe bis 1 Uhr morgens gelesen. Das war heftig. Ja, brennender Sehnsucht und ich habe hier einen Fehler gemacht und zwar habe ich eigentlich gedacht, dass alle drei Bücher vom selben Paar handeln, aber nein, eigentlich ist es logisch, weil es gibt drei Brüder und jedes hat davon ein Buch. Und mit dem jüngsten fängt es an, Lucien, und das ist von Gabe, der Vincent-Brüder, der ist 32, also der mittlere Bruder. Und jetzt werde ich dann gleich, nachdem ich jetzt. Ja, erzähle ich euch dann. Also danach werde ich dann mit dem anfangen und hier geht es um, oh, wie heißt der denn? Devlin, genau. Ja, und sie leben auch nicht in Atlanta, sondern New Orleans, genau. Und ja, was, also kurz zu dem Buch zurück. Hat mir sehr gut gefallen. Man muss aber wirklich öfters mal das Äuglein zumachen, sag ich jetzt mal, weil vieles ist davon einfach nicht wirklich ganz realistisch. Es sind Morde passiert und ja, also ich habe das jetzt mit einem jetzt nicht so ernsthaft alles genommen und konnte mich dann somit in die Geschichte besser reinfallen lassen und deswegen hat es mir auch gut gefallen. Ich habe das jetzt mit 4 Sterne bewertet, obwohl es vielleicht ein bisschen zu freundlich wäre, aber ja, also es hat mich wirklich sehr gut unterhalten. Und warum nicht volle Punktzahl? Weil ich einfach dieses zu viel Drama nicht so mag. So. Aber es gab halt nicht zu viel, aber trotzdem noch so, wo ich sage, okay, eigentlich ist es jetzt kein Streit wert oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, dementsprechend habe ich jetzt einen Punkt Abzug gegeben. Trotzdem bin ich ganz froh, dass ich es fast geschafft habe, die Reihe zu beenden. Also sprich nur noch dieses Bändchen und bisher habe ich jetzt drei Bücher beendet. Ich meine, ich habe nicht jeden von null angefangen, aber ja. Dann habe ich jetzt, weil, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, eigentlich wollte ich ja bei 12 Stunden machen, habe ich gestern nicht mehr weitergelesen in den Abschnitt für heute. Dafür habe ich das jetzt gemacht. Seite 430 bin ich jetzt, also vom 19. Kapitel oder 429 ist jetzt auch egal, genau. Und Moment, ja, kurze Unterbrechung gehabt. Jemand hat was abgeholt, genau. Was wollte ich noch erzählen? So, also ja, ich werde damit anfangen und gleich darauf im Anschluss das. Mal schauen, vielleicht lese ich 100 Seiten hier und dann wieder da. Weil eigentlich habe ich auch Bock auf diese Geschichte, aber eigentlich will ich das fertig machen und gucken wir mal. Und eigentlich will ich auch noch beim Sanatorium auf jeden Fall den zweiten Abschnitt lesen. Es ist jetzt nicht so die größte Eile, weil die Freundin von mir hat sich noch gar nicht gemeldet. Das heißt, sie hat noch nicht mal den. Doch, sie hat den ersten Abschnitt, glaube ich, fast gelesen oder so, aber antwortet hat noch nicht drauf. Und ja, sie ist halt gerade auf Urlaub, also ist es nicht so schlimm oder so, aber trotzdem hätte ich voll Lust auf das Buch und mich zu unterhalten mit ihr darüber, aber mal schauen. Genau, das ist so jetzt der Stand. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt mal was zum Frühstück machen. Wir haben jetzt um 10:30 mittlerweile jetzt, ja, 10:22 Uhr und dann werde ich ein bisschen lesen. Ja, eigentlich sollte ich mir ein Hörbuch aussuchen, falls ich mal wieder, ich muss heute noch Wäsche machen und sowas halt.
Ja, das heißt, eigentlich wäre jetzt ein Hörbuch nicht schlecht, aber mal schauen, wie ich mich jetzt entscheide. Und vielleicht mache ich einfach mal nur eine Pause, weil gestern hatte ich so Kopfschmerzen auf einmal bekommen. Aber ich wollte unbedingt das Buch fertig machen, fertig lesen. Deswegen schauen wir mal. So, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Mein Akku blinkt auch. Stecke ich mal gleich an. So, da bin ich wieder. Kurz Handy angucken, wie viele Stunden ich schon habe, auf jeden Fall. Haben es jetzt schon 20 vor 7 und ich bin auch schon etwas müde und Kopfschmerzen, aber ich habe irgendwie in letzter Zeit seit 3, 4 Tagen so starke Kopfschmerzen. Und ich, ja, keine Ahnung. 16,5 Stunden habe ich jetzt, also ich bin heute jetzt nicht so weit gekommen. Rein theoretisch hätte ich heute um 12 Uhr beenden können nachts, wenn ich durchgezogen hätte. Aber jetzt glaube ich nicht, dass ich es, obwohl ich, naja, schauen wir mal. Ja, ich habe jetzt das Buch hier angefangen gehabt, von Carolina Brinkmann. Zimmer gesucht, Liebe gefunden. Emmas Disaster Diary. Das ist so ein bisschen lustiger Roman und auch ein bisschen zur Selbstverwirklichung. Und ich fand die Ideen dahinter wirklich toll. Also wirklich cool. Die hat nämlich eine richtig coole Idee von einer Art Adaption von Sherlock und Watson. Nur mit was. Also. Ja, ich will da nicht zu spoilern, aber richtig cool umgesetzt. Ich werde dem Ganzen jetzt 4 Sterne geben. Es war halt ein schönes, tolles Buch, aber jetzt leider auch. Also kein Highlight für mich, dass ich sagen kann. Boah, das war keine Ahnung was. Ein paar Sachen war halt einfach zu sehr inszeniert und so, also ja, so ein bisschen aufgezogen. Was ich toll finde, sind auch diese Aufmachung. Zum Beispiel hier ist so ein Smoothie reingedings, dann ist halt so Donuts oder Pizza. Jedes Mal, wenn es um was Neues geht und auch die Kapitelsachen sind immer schön gezeichnet. Ja, wirklich toll, gefällt mir sehr, sehr und kann ich auch nichts dazu meckern. Also ich habe ja auch noch das andere Buch hier auch gelesen gehabt und habe das jetzt halt ein bisschen pausiert. Welches Kapitel bin ich da? Kapitel 9, Seite 117. Also habe noch auf jeden Fall ein bisschen was vor mir. Ja, und das auch schon beendet. Kann ich zum beendeten Stapel geben. Genau. Das ist auf jeden Fall dann noch später meine Lektüre. Wenn ich zu Bett gehe und dann lese, weil ich habe mich jetzt für ein Hörbuch entschieden, einfach damit ich jetzt auch ein bisschen Haushalt noch machen kann. Ich hänge jetzt die Wäsche ab und schmeiße die neue Wäscheladung rein. Genau, und werde mir dann auch später vielleicht was zu essen machen oder so. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ein Hörbuch ist jetzt was ganz Gutes und habe mich für eins entschieden, dass ich das Buch habe ich nicht zu Hause, deswegen auch das Hörbuch. Und zwar ist es Dunkeldorn. Ich habe mich dafür entschieden, weil die Leute aus meinem Buchclub, die haben Band 1 und 2 gelesen und der dritte Band steht im April dran, dass sie den lesen. Und ich dachte mir, hey, wenn ich hinterherkomme mit dem Lesen, kann ich bei der Leserunde mitmachen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fange mal mit dem ersten Band an. Und wenn er wirklich gut ist, dann kann ich ja den zweiten Band auch hören oder so. Und dann mir den dritten, weiß nicht, vielleicht auch als Hörbuch holen. Weil ich habe 3 Guthaben noch auf Audible. Und ja, das kommt ganz gut hin. Genau. Ja, und wenn ich dann das Schätzchen schaffe, bin ich überfragt so ein bisschen, was ich lesen soll. Also ich bräuchte dann auch wieder ein Roman, weil ich lese ja eigentlich, also Dunkeldorn ist jetzt Fantasy, Wicker Creed ist auch Fantasy. Dann habe ich auch ja noch das Sanatorium, was ich ja auch noch unbedingt den nächsten Abschnitt lesen will. Und da habe ich ja den zweiten Abschnitt noch nicht gelesen, aber ja, das wäre auf jeden Fall auch dran. Ich überlege, ob ich jetzt nicht dann vielleicht noch ein, wenn ich Bock auf Thriller habe, einen Katie Rice reinschiebe, also den dritten, 13. Band. Blut vergisst man nicht, den habe ich schon vorbereitet, wenn ich lesen will, dass ich den auch anfange. Genau, bin ich noch im Überlegen, ob ich das so mache, weil ich will schon
bisschen Gas geben mit ihrer Reihe und up to date sein, aber schauen wir mal. Ja, das ja, und wenn nicht, dann muss ich gucken, auf welchen Thriller ich da Bock habe. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt Thriller nur noch Sanatorium, was eine Leserunde ist, und das war's dann. Und genau. Ja, jetzt sind wir up to date und ich würde sagen, bei 20 Stunden gebe ich dann noch einmal ein Feedback und ja, bis dann. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt fast 20 Stunden, ich habe nicht genau 20 Stunden. Ich zeige so schnell, ich habe heute noch nichts gelesen. Wir haben Viertel nach 10 am 18. April. Wo ist denn mein da? Ja, ich bin jetzt bei 19 Stunden und 39 Minuten. Genau, und ich habe mir jetzt auch Toast gemacht und werde mir auf jeden Fall mal ja, einen Kaffee habe ich mir auch gemacht, also Latte. Genau. Und werde mein Hörbuch weiterhören. Ich bin jetzt bei, muss ich auch schnell gucken, 38% schon, voll gut. Genau, und wenn ich dann fertig gefrühstückt habe, werde ich dann bei Wicked Creed weiterlesen. Mir fehlt jetzt, also der heutige Abschnitt, den habe ich noch nicht gelesen. Irgendwie hatte ich gestern keine Motivation mehr zum Lesen, deswegen auch die 20 Stunden nicht geschafft, aber ist okay. Genau, und dann haben wir morgen nur noch den letzten Abschnitt und dann ist das Buch auch schon fertig, Gott sei Dank. Also nicht, dass es schlecht ist, also, aber dazu dann ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt dann die 24 Stunden fertig habe, dann erzähle ich euch ein bisschen mehr über Wicker Creed, wie es mir gefällt und ja, mal gucken. Genau, bei Stärker als Begehren habe ich jetzt, ich glaube, ja, leider nicht weitergelesen, genau. Ich bin immer noch auf Kapitel 917 und das Sanatorium habe ich gestern angefangen, kurz bevor ich schlafen gehen wollte, weil meine Freundin sich eigentlich gemeldet hat, dass sie den Kapitel auch also den ersten Abschnitt auch gelesen hat. Dachte ich mir, hey cool, dann kann ich aber den zweiten weitermachen, aber irgendwie nach den ersten ich muss es so nochmal neu lesen. Irgendwie ist mir alles so im Kopf verschwommen. Ich musste den Satz, ich glaube, fünfmal lesen, weil ich halt nebenbei noch in WhatsApp geschrieben habe, in unserem Buch, in unserer Lesebuchrunde, was auch immer. Genau, deswegen habe ich mich echt null konzentrieren können. Aber ich kann euch jetzt mal kurz sagen, wie viel ich gestern gelesen habe. Also es waren 617 Seiten. Und am Sonntag, als ich gestartet habe, habe ich 901 gelesen. Echt krass. Ja, heute werde ich auf jeden Fall die 4 Stunden fertig lesen. Ich bin am überlegen, ob ich das nicht auf 48 Stunden erhöhe, so richtig krass mache, weil mein Freund kommt zwar heute nach Hause, aber nur ganz, also nur für einen Tag so und fährt dann auch morgen Nachmittag wieder weg. Dementsprechend weiß ich nicht. Also könnte ich eigentlich weitermachen mit dem Lesen so krass. Ja, schauen wir mal. Das ist jetzt bisher der Stand. Ich würde sagen, wenn ich die 24 Stunden fertig habe, melde ich mich dann wieder. Hallöchen, meine Lieben, da bin ich wieder. Wir haben jetzt schon einen Tag später. Das liegt daran, dass ich mal eine kurze Auszeit auch gebraucht habe, obwohl ich gestern eh weitergelesen habe, nachdem ich die 24 Stunden fertig hatte. Aber also ich habe jetzt 24 Stunden, 1 Minute und 42 Sekunden und wir haben, wie gesagt, heute den 19. April. Es ist 10:46 Uhr. Genau. Und ja, ich habe gestern noch zum Abend herum Wicker Creed beendet. Und über dieses Buch habe ich ja euch fast gar nichts erzählt. Das möchte ich jetzt nochmal auffrischen und auch meine Bewertung jetzt noch am Schluss sagen. Und zwar geht es hier um Valeria, genau. Mit 10 Jahren hat sie mit angesehen, also
Mit 10 Jahren wurden ihren Eltern ermordet und sie wurde dann von ihrem Großvater, dem Hohepriester, in die Menschenwelt geschickt und dort hat sie bis zu ihrem 22. Lebensjahr gelebt und wurde dann wieder zurückgebracht in die Welt der Wiccas und anderer mystischer Wesen, sage ich mal, um ein Doppelmord aufzuklären, wo halt zwei Wiccas getötet wurden. Und sie hat die Gabe von Erinnerungen anschauen und dementsprechend versucht sie halt, sich in die Erinnerung der Toten zu bereichern, sag ich mal, um rauszufinden, was am Ende, also was vor ihrem Tod passiert ist. Genau, und ja, also ich habe jetzt den ganzen 4 Sterne gegeben, weil am Schluss war es sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, der Schluss. Aber es ist irgendwie so ein bisschen holprig und ich weiß nicht. Ich habe auch die Charaktere auch nicht so gefeiert. Wisst ihr, Valeria ist halt so ein 0815 Charakter, würde ich jetzt sagen, die nicht zu viel zu wenig Innenraum hat, so, wo man sagen kann, hey, das ist eine besondere Eigenschaft von ihr, sondern sie ist einfach nur das Good Girl von 0815 mäßig so und ja, so wie es eigentlich jeder Mensch sein sollte, so ist sie, ohne wirklich was Besonderes zu sein, finde ich jetzt. So, genau, das ist aber wie gesagt nur meine Meinung. Ich werde mir auch den zweiten Band holen, weil ich jetzt also wie gesagt, der Schluss hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, dass der zweite Band mich ein bisschen mehr mitreißen kann. Und deswegen auch nur 4 Sterne, weil ich eine Steigerung mehr hoffe und deswegen auch nur 4 Sterne gegeben. Genau. Was habe ich, also ich werde euch jetzt mal alles sagen, was ich jetzt alles so beendet habe oder welchem Stand ich gerade so bin. Ich habe auch gestern auch noch das Sanatorium weitergelesen, habe bis zum zweiten Abschnitt gelesen. Jetzt bin ich auf Seite 100, genau. Und es gefällt mir wirklich sehr gut. Wir haben hier, ich bin sogar über 100, aber ist egal. Also wir haben hier ein altes Sanatorium, das umgebaut wurde, so von 2014 bis 2022 oder 21. Genau, dann wurde es halt aufgemacht und wir haben hier zwei Hauptprotagonisten, wobei wir nur von einer, also wir haben hier zwei Hauptprotagonisten, wobei wir nur von bisher das meiste von einer Hauptprotagonistin gelesen haben und zwar ist das, oh Gott, ihr Name, mal, ich und Namen. Steht hier ganz vorne. Ja, auf jeden Fall. Ich nenne sie jetzt Top-Protagonistin 1. Ich nenne sie jetzt Hauptprotagonistin 1. Und sie war, also ist eigentlich eher Detective gewesen. Nur es gab so einen schlimmen Vorfall. Und sie hat dann jetzt pausiert. Und ja. Und sie hat sich auch hier um ihre kranke Mutter gekümmert, bis sie halt verstorben ist. Ja, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, dass alleine, dass sie schon Detective und alles ist, das erfährt man halt nicht so richtig. Also, Ellen Warner, genau. Also, sie wird zu einer Verlobungsparty von ihrem Bruder eingeladen, dem Isaac, der in diesem Hotel die Feier, also seine Verlobung feiert, genau. Und seine Verlobte ist Managerin in diesem Hotel. Dementsprechend haben sie auch hierher kostenlos wohnen dürfen oder dürfen wohnen so. Dann haben wir noch eine andere Protagonistin, die hat kein so schönes Leben bisher, also gehabt seit. Und dann haben wir noch eine andere Protagonistin. Sie ist ja so Angestellte von dem Hotel und kümmert sich um die Betten und so. Also genau, und sie hat einen kleinen Sohn, der um den sie sich jetzt halt sehr liebevoll kümmert und dann passiert was. Ja, das ist halt alles so, was ich gerade jetzt noch so weiß. Ja, hier steht auch noch, ein Schneesturm schneidet das Hotel von der Außenwelt ab und die Gäste sind mit einem Killer gefangen. Also ich bin jetzt noch nicht bei nach 100 Seiten noch nicht so weit, dass irgendwo ein Mord passiert ist oder so.
Genau, und auch noch kein Schneesturm. Ich denke, das wird jetzt auch in Zukunft noch kommen. Das Buch hat echt viele Seiten. 480 plus habe, sehe ich gerade, und ich bin gespannt, wie es da weitergehen wird. Genau, dann habe ich hier, also ich glaube noch gestern Abend noch vorm Schlafengehen ein Kapitel gelesen. Ja, ich bin jetzt auf Seite 128, also nicht weit, und das werde ich jetzt auch nicht großartig. Also doch, obwohl es ist halt echt spannend. Wir haben ja, ich habe euch ja erwähnt, also wir haben hier drei verschiedene Brüder gehabt. Den zweiten Band habe ich ja, wie gesagt, auch beendet. Und dann ging es ja um den mittleren Bruder. Jetzt geht es um den älteren Bruder, der heißt Devlin, der ist 40, also fast 40 oder so. Und er hat anscheinend so ein kleines Äuglein auf die Rosie geworfen. Die ist die beste Freundin von Nikki, die im zweiten Band vorkommt. Und Nikki ist halt nur ein Spitzname, aber sie wird einfach Nicolette geschrieben. Wie die Dinger, die man nimmt, wenn man aufhören will zu rauchen. Nicorette war das doch, oder? Also voll lustig. Musste echt öfters lachen, wo ihr Name ganz ausgeschrieben wurde. Genau, und Rosie heißt auch nicht Rosie, sondern anders. Aber das ist jetzt auch egal hier. Ja, genau. Und sie arbeitet für so eine Firma, die sich mit Okkultem beschäftigt. Also paranormale Aktivitäten oder so. Um Geister. Und ihre Chefin ist ein Medium, die auch mit Geister reden kann. Sehr interessant. Ob man jetzt so viel für bare Münze das nehmen kann, ist halt eine andere Sache. Es hat mich aber sehr gut bisher unterhalten. Also ihr Job und so. Genau. Und Rosie ist ja auch schon um die 33, 34 so ungefähr. Also auch schon ein bisschen älter, was ich super finde. Und ihr ist halt auch in der Vergangenheit was Schlimmes passiert. Ja, dass sie halt auch noch nicht ganz überwunden hat, obwohl es jetzt schon ein bisschen länger her ist. Ich finde es sehr cool, es macht Spaß zu lesen. Natürlich ist es ein bisschen überspitzt. Das ist halt dieses typische Familiendrama, Love Story und so. Ja, finde ich cool. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Euch jetzt nochmal schnell durchlauf, welche Bücher ich beendet habe. Ich weiß gar nicht, ob ich so. Obwohl es erst gestern her ist, weiß ich halt bei manchen noch gar nicht, wie viel und wann und wie ich darüber geredet habe. Also, hier geht es ja um Ich und Namen. Das ist so furchtbar. Emma, ja. Also Emma wurde abserviert und ja, eigentlich per Zufall so. Und hier geht es viel um Social Media, weil sie ja auch mit ihrem damaligen, also mit ihrem Ex-Freund einen Instagram-Account hatten. Sehr viele Pärchenfotos und das Ganze, und das hat sie dann auch so richtig schön aufgegriffen, dass es wirklich nur Schein war, dass sie oft einfach zum Beispiel eine Blasenentzündung bekommen hatte, weil sie einfach zu lange im Wasser gewesen ist, nur für das perfekte Foto oder so. Also, dass wirklich super viel einfach nur Scheinwelt ist und dass es auch gar nicht so gemeint ist. Und ja, sie sucht ja dann eine Wohnung, weil sie ja eigentlich zusammenziehen wollten und der ja mit ihr Schluss gemacht hatte. Und dann zieht sie halt zu einem Bekannten von ihrer besten Freundin, die Privatdetektivin ist, was auch voll cool ist. Genau, und ja, dieser Nerd ist halt so richtig so, ja, sozialmäßig überhaupt nicht auf der Länge wie sie eigentlich. Was auch ganz spannend war, dass sie ihn halt immer aus der Reserve gelockt hat und so. Das fand ich echt cool und ja, hat Spaß gemacht, das zu lesen, einfach mal so. So ein, wie nennt man das denn, so Wohlfühlroman. Genau, ja, finde ich cool. Habe ich, glaube ich, 4 Sterne gegeben. Dann habe ich ja den zweiten Teil gelesen. Darüber habe ich, glaube ich, schon ausführlicher gesprochen. Und dann habe ich ja noch kurz das Buch von Katie Reichs beendet. Das waren ja wirklich nur 30, 40 Seiten, obwohl das ist echt klein geschrieben. Also, das ist manchmal so heftig, dass halt nur eine Seite viermal umblättern bei meinem E-Book-Reader ist. Und dann habe ich ja das schöne Büchlein gelesen, Dreh dich nicht um von Karen Slaughter. Auch super, super gut. Ich glaube, darüber habe ich schon ausführlicher gesprochen. Und ein Buch, was ich ja komplett gehört habe, das habe ich gestern auch beendet. Wobei man sogar einige Zeit wahrscheinlich nicht
in die komplette Zeit einrechnen darf, weil das war schon über 24 Stunden. Und zwar habe ich den ersten Band von Dunkeldorn gehört, komplett. Ich bin ja dann, nachdem ich dann Wicker Creek beendet habe, das Sanatorium auch mit dem zweiten Abschnitt, habe ich dann einfach direkt gesagt, okay, ich beende dann jetzt das Buch. Also ich habe da wirklich viel beendet und ich sage euch jetzt mal, wie viele Seiten das jetzt insgesamt waren. So, gestern waren es knapp. Wartet mal. 500. Ja, 500 Seiten habe ich gestern gelesen. Genau das. Und am Montag waren das halt 617 und am Sonntag 901. 1500, also knapp 2000 Seiten habe ich jetzt in den 24 Stunden gelesen, was echt, echt viel ist. Ich habe auch jetzt schon nachgeschaut gerade, wie viele Seiten ich jetzt in diesem Monat bisher gelesen habe. Das sind 5100. Und wir haben jetzt gerade, na gut, schon Ende des Monats, also. Ja, und Bücher abgeschlossen habe ich bisher 11 Bücher, Leute. 11 Bücher bisher. Also ich bin echt immer belegen, weil mein Freund fährt ja schon morgen wieder weg. Der ist ja heute nur heute da, dass ich vielleicht mir nochmal ein Marathon drauf hinterherballer oder so. Einfach damit ich so viele Bücher wie es geht beenden kann, damit ich die letzten Wochen, was ich alles so bestellt habe, ein bisschen reduziere, mein Sub oder so. Das wäre echt praktisch. Mal schauen, ob ich das da wirklich mache, weil ich bin momentan so richtig verspannt. Also mein ganzer Hinterkopf ist so verspannt. Ich habe mir jetzt gestern auch ein ergonomisches Kissen bestellt. Und auch so ein Massagegerät für Rücken und Nacken und Kopf. Naja, aber gut, das hat jetzt nichts damit zu tun. Das wäre eher was für den Vlog. So, ich beende das Video jetzt und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssi!